Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Alter, Sprengpfeile wären halt gut. Das Schlimme ist, mir macht der Köter mehr Sorgen. Weil ich glaube, so schnell ist das Vieh nicht. Bin mir aber auch nicht sicher. Und selber war es kein Problem, den umzunieten, aber hier spielen wir halt zwei Level höher. Würde ihn halt Pinebomben. Zumindest versuchen. Okay, er ist doch schnell. Alter. Schneller wie die Karre. Ist da wenigstens mal nachladen eben. Alter, ich glaube, wenn der uns... Alter, ein Hit, guckt euch das an. Karre im Arsch. Alter, Baddy. Wenn der uns einen langt, sind wir instant tot, glaube ich. Ja, Mr. Huhn, mach mein Auto ganz kaputt. Eieiei. Keine Ahnung, den muss ich mit Spikes machen. Vielleicht hält ihn das ein bisschen auf. Alter, das ist natürlich auch Nacht. Es rennt alles. Eieiei. Geier am Stissel. Alter, ich müsste die scheiß Karre halt mal reparieren. Komm einfach her, ey. Alto Belly. We are on the mission. Es geht mir nur darum, ihn halt mal zu... Nein, da überall Scheißwiecher. Ihn halt mal zu verlangsamen. Alter, ist ja super schnell. Mit Spikes verlangsamen und dann halt Pipebombs reinknallen. Ja, da wären natürlich jetzt die Aufschlagminen um einiges besser. Oder Pfeile halt, ne? Sprengpfeile. Also schnell wie das Vieh ist. Wo ist er denn jetzt, ey? Der haut da zweimal auf den Wagen. Der Wagen ist durch, Alter. Ich dachte, jetzt könnt ihr chillig in der Nacht mal ein bisschen. Bisschen hier freiräumen. Könnt mich entscheiden, in Ruhe, welche Seite wir nehmen. Das ist auch ein Hyperglowy. Er scheint weg zu sein, ne? I don't know, man. Ja, ich werde jetzt hier... Wow. Das ist ja auch wieder mehr als Scheiße. Ja. Naja, nützt nichts. Ich muss jetzt hier mal ein Spikefeld hinstellen. Den habe ich halt schon gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Ja, ganz ehrlich zugeben. Wie scheiße, weil ich jetzt hier gerade die Straße hoch bohre hier, aber. Anders geht es nicht. Ist aber nicht, der despawnt oder was? Unsere Karre steht auch ein bisschen weit weg, ey.
ist das nervig, dass die Scheiße immer wegrollt. Ah, der Hügel hier, ne? Eieiei. Ja, vielleicht muss man eben im zerstörten Biom doch aufrüsten, Alter. Auf jeden Fall Sprengpfeile mitnehmen oder doch einen Rocket Launcher oder sowas. Weil hat die MP5 halt auch keinen Red Remover drauf. Der ist halt hier drauf. Ich denke mal, der wird sich halt auch hochheilen. Aber irgendwie scheint der jetzt gerade weg zu sein. Naja, Leute. Ich werde jetzt hier einen Cut machen, weil das ist jetzt super uninteressant. Ich werde mich entscheiden, welche Seite ich nehme. Werde die dann freiräumen. Ich mache jetzt hier die Spikes noch. Die stelle ich noch hier hin. Ich mache natürlich eine Aufnahme an. Falls irgendwas passieren sollte in der Nacht, werdet ihr es nicht verpassen. Aber ansonsten warte ich, bis es hell wird. Boah, wisst ihr Bescheid und ich hoffe, wir sehen uns lebendig. Wieder verzählt wird. Gleich. Servus, da ist er wieder. Seht mittlerweile in der Wüste unterwegs. Ich werde euch gleich auch sofort erklären, warum. Ist halt einfach in der Nacht die absolute Hölle im zerstörten Biom. Also, das geht auf keine Kuhhaut. Hau halt 5 Zombies weg. 10 Sekunden später sind die 5 Zombies wieder da. Das ist halt... selbst wenn die sehr, sehr weit weg sind, du fällst einem Baum, die kommen aus allen Richtungen angerannt. Und das sind ja wirklich alles nur Ferale und Weitverwelts-Ferale. Das ist ja nichts, was du mal eben so weghaust. Ich habe so viel Muni rausgeballert. Ihr seht, das Bikefeld ist auch schon gut angeknabbert, hier weggeknabbert zum großen Teil. Ja, also... Deswegen mache ich jetzt gerade noch mal ein paar Spikies. Also, absolute Katastrophe. Deswegen bin ich dann, ich habe so bis 2 Uhr war ich hier im Zerstörten. Hab's versucht, ich habe ein bisschen was auch freigekriegt. So ist ja nicht. Aber es hat keinen Mehrwert. Also ich habe hier nur Munition rausgenagelt ohne Ende. Also, das macht keinen Sinn. Weil die spawnen instant nach. Wirklich. Wie gesagt, 10 Sekunden... Und das war schon, war schon optimistisch. Also wahrscheinlich war es noch nicht mal 10 Sekunden. Also echt krank. Also ich hatte mich jetzt für die Seite entschieden hier. Also ich hoffe, sie ist jetzt eine normale, ja. So, tagsüber sollte das ein bisschen besser sein. Eigentlich wollte ich ja looten, aber wir machen jetzt hier erst einmal die Ecke frei. Ne? Das ist schon mal. Weil das kann, das geht nachts nicht. Keine Chance. Ich hau hier einen Baum um. So. Dann kommen von da 4 Zombies, von da kommen 3 Zombies und davon sind immer 2 White Ferals in Feral. Und ansonsten natürlich auch nur Ferale. Also keine Chance. Gar keine. Aus einem Baum um und es ist sofort Alarm. Ihr seht ja, ich habe ein bisschen was frei gemacht auch. Das ist aber auch genauso. Ich hau hier ein so ein Eisen weg oder so ein Stein. Die kommen direkt aus allen Ecken.
Also das macht gar keinen Sinn in der Nacht. Von daher machen wir das jetzt eben. Ging so ein bisschen hier. Ja, ich habe mich jetzt für die Seite entschieden, weil die Seite einfach eben ist, ne? Oder sagen wir mal eben nach. Ist ja was ziemlich eben. Aber das werden wir uns nochmal angucken in der Nacht. Zeige ich euch das auch mal mit Aufnahme. Was so los ist. Also es ist... ist krank einfach. Aber ist halt das zerstört, aber... aber es macht halt keinen Sinn. Ich habe es versucht. Es war jetzt auch nicht so, dass ich irgendwie... knapp vorm Tod war oder sowas. Es ist einfach so... dass es reine Munitionsverschwendung ist. Und das muss ja nicht. So, im Idealfall. Ja. Oh, das muss ich mir auch mal überlegen, weil das andere Gebäude ist auch schon gleich nebenan. Wir gucken jetzt gleich mal eben. Ich habe halt auch noch keine wirkliche Vorstellung, wie groß das Ganze werden wird. Können für Knochen. So, das müsste man dann angleichen. Ja, ich könnte natürlich hier so zwischenbauen, ne? Zwischen diesen drei Dingern. Ja. Also wie gesagt, ich gehe davon aus, dass die Horden, die dann kommen werden, die Dinger eh wegfräsen. Früher oder später. Natürlich sein, dass ein paar Idioten da erstmal hängen bleiben, aber dann ist das so, ist dann nicht unser Problem. Kann sie ja später auch noch wegmachen. Also ich mache jetzt mal hier das ist Dreieck frei. Vielleicht zählt das aber echt hier als verbrannt und nicht als zerstört. Keine Ahnung, ich weiß es nicht, verstehe es nicht. Ja, Spidey ist das hier eh in einem laufenden Band. Wenn es normale sind, ist alles gut. In der Nacht hast du halt alles nur die feralen Versionen, das ist halt super nervig. Weil wenn es so einer oder zwei wären, wäre ja auch alles gut, ne? Aber es kommen halt locker 6, 7, 8 Stück aus allen Ecken. Das dann halt schon... kommst halt zu nichts anderes dann, das ist so das Nervige. Haust halt ein Ding weg oder zwei, wenn du Glück hast. Weil ihr seht ja, das geht ja schon ganz gut, ne? Aber dann musst du auch erstmal wieder... 8 Ferale wegnageln. Dann kannst du wieder 2-3 Blöcke machen. Ja. Wie es ruht drauf einfach, ne? Kein Mehrwert. Okay. Die beiden Autos können wir noch wegrangen. Die explodieren eh. Autos sind hier auch explodiert. Natürlich, die auf der Straße standen. Ja, was mit dem Behemoth passiert ist, ich weiß es nicht, Leute. Den habe ich nicht mehr wiedergesehen. Der war nicht mehr da.
Vielleicht die spawnt der, wenn man den aus dem Biom rauszieht oder was? Ich weiß es nicht. Aber wird mit Sicherheit nicht der letzte gewesen sein. So, hier muss ich dann auch echt gucken, wie ich das angehe, ne? Da muss ich mir echt was einfallen lassen. Weil ich werde hier auch mich nicht hinstellen können und sagen können, ich baue mal jetzt in der Nacht hier irgendwie. Müsste ich mir schon echt irgendwie einen Zaun bauen oder sowas. Aber den müsste ich dann auch wenigstens aus Konkret bauen, sonst macht es auch keinen Sinn mehr. Sind eher das Ferale, die kommen. Die poppt dann halt auch Konkret nicht wirklich, ne? Schwierig halt, weiß ich auch noch nicht. Sonst kann ich echt nur am Tag bauen. Und muss in der Nacht irgendwie in die Wüste und da irgendwie was machen. Wäre so das Einzige. Ja, keine Ahnung, so sieht es ja jetzt schon mal ganz gut aus hier. Machen wir die beiden Autos eben weg. Sind wir gar nicht, oder was? Das eine Gebäude muss aber auf jeden Fall weg. Ja, das ist original verbranntes Biom hier, diese Gebäude auch. Die waren da auch immer. Sie auch noch nicht. Ja, das muss weg hier. Ey. Wenn das weg ist, dann haben wir hier eine richtig gute Fläche. Das muss weg, ey. Ja, wie gesagt, sowas kannst du halt sonst schön nachts machen, ne? Kannst du in dem Biom hier aber knicken, geht nicht. Keine Chance. Gar keine. Also das Licht aus ist, sobald du einen Block haust, kommen die aus allen Ecken. Dann machen wir hier die Bäume noch weg. Ja, und das müsste eigentlich auch noch weg hier. Aber da werde ich dann den Orga holen. Wenn wir dann tagsüber machen, ja, dann kommen Screamerinnen sehr wahrscheinlich. Aber dann Orga ich die beiden eben fix weg. Also das ist kein Problem. Mal zu überlegen, ob ich da jetzt hier schon mal ein bisschen was mache, aber das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Dann nehmen wir den Orga, dann orgern wir da einmal durch und dann ist das frei. Das ist definitiv die bessere Variante. Das mache ich schon mal weg. Also ich glaube, ich könnte hier noch nicht mal das Gras wegkloppen in der Nacht. Ja, dann will ich das auch noch wegorgern da. Also das weg und das weg. Dann haben wir hier eine schöne, ebene, große Fläche.
vielleicht will man das sogar auch noch wegnehmen da hinten, aber das ist eigentlich nicht so wichtig. Ja, guck mal, das ist auch nur so ein kleines hier. Das könnten wir sogar wegpicken. Und das sind ja schon alles angefrackte Blöcke hier, oder nicht? Ja gut, die sind wahrscheinlich ganz nah. Ja, aber das ist ja easy peasy, dann wegzuorgeln. Ja, die Steine schlöre ich eh nicht mit, aber ich muss sie jetzt hier halt wegmachen eben. Wie Schlangen hier aus sind. Ja, und jetzt haben wir ein Wanderhörtchen. Jetzt gerade sogar keinen Bock drauf. Wir sind so schnell, was hast du für Sorgen? Alter, was ist denn hier los, bitte? Hä? Was ist das denn, Alter? Wenn der Hordenmod nicht buggy ist, weiß ich es auch nicht, Alter. Lol. Mein Gott. Na, ja, da kannst du auf jeden Fall. Worte zu sagen. Na sicher, Alter. Aus 2 Trillionen Kilometer Entfernung. Also nächstes Mal müssen wir echt mal gucken, ey, wie viele wir vorher und nachher getötet haben. Alter, das ist ja abnormal. Abnormal. Ja, aber so sieht's doch jetzt erstmal gut aus. Ja, vielleicht nehmen wir das auch noch weg, das Gebäude. Das ist ja auch nur klein. Im Orga geht es ja ratzifatzi. Das geht ja ratzifatzi. So, machen wir hier nochmal das Viereck clean eben. Ja, und hier kommt auf jeden Fall die Base hin. Und das wird so eine All-in-Wonder-Base-Geschichte. Zumindest stelle ich mir das vor. Ob das alles so klappt, weiß ich nicht. Wird halt auch damit zusammenhängen,
Wie lange die andere Base halt hält, ne? Wie es jetzt bei der Horde ausschaut. Und ob die dann nochmal eine Horde halten wird. Das wird wiederum davon abhängen, wie gut es mit dem Strom läuft. Wenn das mit den Blade Traps gut läuft, wenn ich die reparieren kann, durchgehend irgendwie. Dann sollte das schon gehen. Ja, gut, das, aber das sieht doch jetzt schon mal gut aus hier. Das Gebäude werden wir wahrscheinlich stehen, dann müssen wir mal gucken. Ja gut, das bleibt auf jeden Fall stehen. Also wieder das kleine weg, das weg, das weg, das da hinten noch weg, da dieses kleine Schruppel. Ja, und vielleicht machen wir das auch noch weg und vielleicht das auch noch, dann hätten wir einen schönen Blick halt. Das will ich dann halt schön ausleuchten mit Strom, mit Scheinwerfern. Ja, müssen wir mal schauen. Aber soweit haben wir dann jetzt hier erstmal clean. Hier noch den Rest eben weg. Ja, das Gras steht natürlich noch. Das muss ich dann mal wegmachen. Aber ansonsten haben wir erstmal die Bäume und so. Ist doch schon mal erstmal alles weg. Ich überlege halt, wie ich dann noch anfange. Ich überlege halt, ob ich erstmal hier wirklich mit einem richtigen Klotz anfange. Also einfach ein Klotz, was weiß ich. 15 mal 15. 10 hoch. Irgendwie sowas. Voll. Der muss voll sein dann, ne? Wird halt sehr, sehr teuer. ...125, das mal 10, wenn 1000... Obwohl, das geht eigentlich, ne? Wir haben, glaube ich, 600 Blöcke. Beton. Aber das wäre so das Grunddingen. Wo wir dann echt auf Endlevel wären, wenn die Zombies dann bis dahin kommen, dass wir da drauf dann das bauen würden, was wir drüben haben halt. So, eigentlich würde ich jetzt hier gerne Zeug hier lassen. Wie mache ich das am besten? Ich würde sagen, wir verschwenden ein paar Konkretblöcke. Und ruhig in die Wüste rein, da ist nicht ganz so tricky. Dann hätte ich eigentlich auch... Ja, dann mache ich so, dann können wir mal zwei Kisten rein. Ich hoffe, das geht, dass ich dann da eine Hedge drauf machen kann. Sonst muss ich die Kisten eins tiefer graben. Das testen wir jetzt mal eben. Ja, das kriegen wir noch hin, diese Folge. Holzen haben wir. Erstmal hier kurz einsortieren. Ja, Kohle nehme ich mit von den Bäumen, aber hier so den anderen Scheiß packe ich erst gar nicht rein. Das kriege ich am Potassium. Ja, ist doch gut. Das andere aber lohnt nichts mitzuschleppen. Papier glaube ich eigentlich auch nicht. Ja, genauso wie sich scheiß Fleisch nicht. Zur Not müsste ich halt die ganzen Autoteile noch scrappen, ne? Da müssen wir mal gucken. So, ihr seht, wir haben... Wow, warte mal, ich hatte doch noch andere, oder? Irgendwo sind dann jetzt aber Blöcke noch anders geformt oder sie sind weg. Ich hatte auf jeden Fall 500 Blöcke und dann noch so ein paar, die als Leiter eingestellt haben. Beärgerlich. Keine Ahnung.
Da sind sie doch. Hier, 600 haben wir. 600 in der 20. Hachi. So, das nimmt. Er macht doch richtig rein. Tja, das Spiel ist so ein Arschloch geworden, Alter. Verstehe nicht, warum das nicht mehr geht. So Banane, das Ganze. Junge, Junge. Fällt dir ein Ei aus der Hose. Aber ein großes. Ein richtig großes. Okay, das bleibt hier, das bleibt hier, das bleibt hier, das bleibt hier. Holz bleibt hier. Sonst noch was Baumäßiges? Nee, ne? Sehe gerade nichts. Nee, dann brauche ich gleich mal kurz zum Aufwerten. Kiste. Düt, 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 düt. Nimm ich mal mit, falls wir nochmal Spikies benötigen. Das bleibt hier. So, das war's, glaube ich, schon. Ich guck nochmal. Ja gut, also ein bisschen Eisen könnte ich natürlich auch hier lassen, falls wir Hedge brauchen oder so. Aber sonst ne, sonst haben wir nichts, was wir zum Bauen hier lassen können. Bei Nägern haben wir nur eine, das macht keinen Sinn. Gut, dann machen wir es zu. So, gut ist. Und gut ist, ey. Reparation. Okay. Leute, bevor ich es wieder vergesse, wir sind schon viel zu lang, ne? Da kommen ja noch die anderen 7 Minuten bei. Ja, 35 Minuten. Alto Betty, ey. Leute, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir haben gut was geschafft. Und in der nächsten Folge geht's weiter. Dann fahren wir mal in die City rein und gucken mal, ob wir ein bisschen was looten können. In diesem Sinne, haut rein. Bis dann. Tschüssi.